Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen bzw. alten Let's Play-Projekt namens Miscreated. Es sind ja jetzt einige Zeit vergangen, seit dem letzten Video, wo hochgeladen wurde. Und ich wollte jetzt einfach mal mit euch die ganzen Neuerungen erkundschaften, was es alles Neues gibt in Miscreated. Einfach mal auf Entdeckungstour gehen. Und wenn ihr Lust habt, dann kommt doch einfach mit. Ich weiß selber nicht genau, was alles, also sind dem bis seitdem ich das letzte Mal gespielt habe, einige Updates rausgekommen. So viel weiß ich. Aber was genau die Updates alles beinhaltet haben, das kann ich jetzt leider nicht sagen. Sie haben ein bisschen die Grafik noch ein bisschen verbessert. Unten die Anzeige haben sie ein bisschen geändert. Aber was es ansonsten alles Neues gibt, weiß ich leider nicht. Deswegen nehme ich euch jetzt einfach mal mit, wenn ihr Lust habt, und wir erkunden ein bisschen die Gegend. Und dann schauen wir mal, was wir so finden. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie lange die Folge gehen wird. Das hängt immer drauf an, was alles passiert. Also es ist immer noch ein Early Access Game. Also es befindet sich immer noch in Bearbeitung. Aber es läuft, wie auch schon damals, extrem flüssig. Ich glaube mit der CryEngine 3. Soviel ich weiß. Und ich hatte ja gesagt am Anfang, dass das Spiel so ein bisschen eine Mischung aus DayZ und The Last of Us ist. Also von der Grafik her von The Last of Us und so vom Spiel. Von der Spielmechanik ist es so ein bisschen wie DayZ. Genau, mal gucken, ob wir jetzt jemanden treffen. In den letzten Folgen, wo ich da mal hochgeladen hatte, da wurde ich ja relativ oft immer gleich weggeballert. Mal gucken, ob das jetzt auch so passiert. Bis jetzt ist noch nicht so viel los. Mutanten sind auch keine zu sehen. Was natürlich auch sein kann, dass sie noch verschiedene, das weiß ich jetzt nicht, ob sie noch verschiedene Monster eingebaut haben, außer die Mutanten. Das werden wir in den nächsten Videos dann, denke ich mal, erfahren. Das ist auf jeden Fall ein neuer Raum. Den kenne ich vom letzten Mal zumindest noch nicht. Die ganzen Schlafsäcke, wo hier rumliegen, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Aber hier gibt es leider überhaupt nichts. Das scheint ein altes, so ein altes Bürogebäude zu sein. Wie es ausschaut, aber hier gibt es echt gar nichts. Nichts zu essen, keine Waffe, keine Kleidung. Gut, es wäre jetzt auch ein bisschen. Obwohl, hier ist was. Mal gucken, auf F tut man das Zeug einsammeln. Ich hätte es, wie gesagt, schon einige Zeit her, wo ich zuletzt gespielt habe. Deswegen muss ich jetzt erstmal wieder mit der Steuerung mich zurechtfinden. Hier ist Öl. Wie kann man denn das Inventar gleich öffnen? Wir warten das nochmal. Ah, auf G. Okay, auf G tut man es öffnen. Hier seht man übrigens meinen Charakter. Ich habe zurzeit eine Shotgun, die auch über Munition verfügt. Hier haben wir noch 9 mm Geschoss. Und unten zeigt es uns an, dass es aktuell. Ja, uns geht es eigentlich soweit gut. Würde ich sagen. Aber hier ist extrem tote Hose. Man kann sogar noch höher, wie es aussieht. Ja, dann gehen wir doch mal. Vielleicht finden wir ja doch noch irgendwas Interessantes. Das scheint das höchste, die höchste Etage zu sein. Genau, das, wie schon vermutet, sind das hier so Büroräume. Oh, hier liegt zum Beispiel schon mal eine Waffe rum. Das ist sehr gut. Und Handschuh. Gibt es also doch was zu entdecken. Also ich aber jetzt nicht unbedingt glaubt, dass da die Munition reinpasst. Aber wir können das ja mal probieren. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Ne. Naja, aber die Handschuhe können wir mal wegschmeißen. Dann haben wir gleich noch ein paar schöne mit schwarzen. Ein paar schwarze Handschuhe. Ich höre jetzt einen Mutant.
Aber wo das sich jetzt genau befindet. Kann man kurz gucken, wie die Audioqualität eingestellt ist. Musikvolumen. Okay, das müsste eigentlich passen. So dass ihr mich auch noch gut versteht und gleichzeitig auch das Spiel auch hört. Da hinten ist ein Mutant, oder? Hinten ist ein Mutant. Der verfolgt irgendwas oder irgendjemanden. Es muss nicht immer ein Mensch sein, habe ich in der letzten Folge auch schon rausgefunden. Also die Mutanten tun auch Tiere verfolgen. Also es muss nicht immer zwangsläufig ein Mensch sein, wenn ein Mutant hinter irgendwas herläuft. Das kann auch genauso gut ein Tier sein, zum Beispiel. Ein Reh oder je nachdem, was sie da spielen. Jetzt nicht das beste Getränk. Aber ich denke, kann man getrost mal mitnehmen. Wir gehen jetzt nochmal ein Stockwerk nach oben. Wie gesagt, wir erkunden jetzt einfach mal die Gegend. Oh. Das scheint ein Bug zu sein. Ziemlich. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken, Elegomio. Oben scheint aber gar nichts zu geben. Ja, ich will nicht da hoch. Das scheint so eine Art Zeltlager zu sein. Das ist ja auch keine coole Idee, da so ein Dings hinzumachen. Der will da einfach nicht hoch. Glaubt man es denn? Du sollst da hochgehen, Junge. Hallo. Da drauf und dann hoch. Dankeschön. Jawohl, da liegt eine Pistole rum. Mit Munition. Genial, besser geht's nicht. Da liegt was zu essen. Die Pistole tun wir gleich mal ausrüsten. Da haben wir nämlich gleich 9 mm Munition. Und das ist auf der 3. Okay, was das Tuch jetzt hier allgemein zu suchen hat, ist jetzt für mich ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Aber zumindest haben wir jetzt wieder Munition gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Lohnt sich also doch, die ganzen Dächer abzusuchen. Beziehungsweise in jedes Haus reinzugehen. Das rentiert sich schon. Okay, dann gehen wir wieder raus und schauen uns mal im nächsten Gebäude um. Immer auf der Lauer natürlich, dass überall Spieler. Sein könnten. Wie sie es jetzt genau gemacht haben mit dem Kommunizieren, das kann ich jetzt leider gar nicht beantworten. Ob man immer noch übers Sprachchat kommunizieren kann oder ob es mittlerweile Textchat mittlerweile oder ob es immer noch Sprachchat ist. Das weiß ich jetzt leider gar nicht. Was ich mal cool finden werde, eine Axt. Hier sind noch Schuhe. Aber Schuhe brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, das brauchen wir auch nicht. Okay. Oder Wort doch. Ah, da kommt, es ist ein Gürtel. Kann ich nicht wirklich was mit anfangen. Gehen wir mal weiter. Also man kann es jetzt nicht unbedingt als Let's Play bezeichnen, das ist wieder mehr so ein Let's Test. Um einfach mal zu schauen, was es für Neuerungen gibt in dem Spiel.
Also ich würde es nicht als Let's Test bezeichnen, weil es ja doch schon ziemlich unregelmäßig kommt. Also je nachdem, wie oft halt die Updates rauskommen, werden natürlich mehrere Folgen kommen. Das gleiche mit... Ist da ein Spieler gewesen? Das gleiche mit DayZ und H1Z1, wo ich ja zurzeit auch im Projekt habe. Die werden genauso, genauso unregelmäßig kommen, die Spiele. Geht ja schon was zu. Ne, die Baseball Cap wollte ich eigentlich nicht haben. Ich weiß nicht, ob das ein Spieler war oder. Aber bei mir ist das Problem bei so Spielen wie DayZ oder Remus Created oder H1Z1, dass ich als immer die totalen Paras schiebe. Also ich sehe immer irgendwelche Leute, wo vermeintlich da wären, aber dann doch nicht da sind. Das ist bei mir immer so das Problem. Das ist bei DayZ extremer noch. Bei Miss Great ist es gar nicht so extrem, aber bei DayZ ist es extrem heftig. Teilweise. Hier sind Bandagen, das ist sehr wichtig, falls wir angeschossen werden. Was ist das? Sieht aus wie Zündkerzen oder Glühkerzen. Eins von beiden. Red Bull Energy Drink. Etwas umgeändert natürlich. Was die Gürtel hier bringen, das würde ich auch gerne mal wissen. Das ist so die Frage. Aber wir können nichts mehr aufnehmen, ist alles voll. Ja, wir können auch mal konsumieren. Ja, der gefällt mir besser. Bringt mir nichts. Öl bringt mir auch nichts. Das können wir essen. Dann haben wir. Oh, nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Scheiße. Ah. Alter, jetzt habe ich mich erschrocken, ey. Ich wollte gar nicht schießen. Das ist natürlich nicht gut. Weil dann meistens Mutanten beziehungsweise Spieler angelockt werden. Alter Verwalter, das war mir echt erschrocken. Oh. Oh, vielleicht habe ich sogar Glück und es sind gerade keine in der Nähe. Ist jetzt immer noch relativ still. Noch keinen Spieler zu sehen. Einen Mutant haben wir vor uns aus der Ferne mal gesehen. Aber ansonsten ist relativ ruhig. Ich weiß es nicht genau, wie viele Spieler auf dem Server sind. Ich glaube, wo ich drauf gegangen bin, waren es so sieben. Sieben Stück. Aber das kann sich ja auch ständig ändern. Oh, was gibt's hier? Hier ist auch noch so eine Art Lager. Und ich bin ja mal, mich würde ja mal interessieren, ob man mittlerweile mit Autos fahren kann oder ob man mittlerweile Autos bedienen kann. Das wurde ja anscheinend auch. So habe ich es gehört zumindest, dass es dann auch später irgendwann mal eingefügt werden soll, dass man Autos benutzen kann. So wie es in DayZ der Fall ist, da kann man ja auch mittlerweile mit dem Auto rumfahren.
Ist immer das Problem, ich höre immer Schritte. Als wenn irgendeiner neben mir läuft. Beziehungsweise irgendwo in der Nähe ist, aber wir sollten halt auch nicht unbedingt auf der Straße rumrennen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so. Wäre auch nicht so berühmt. Wenn wir das machen würden, essen sollten wir vielleicht auch mal was. Obwohl es eigentlich alles noch im grünen Bereich. Bis auf das. Ich weiß nicht, ob das die Temperaturanzeige ist, die 98, die rot wurde, rot angezeigt sind. Ob das die Temperaturanzeige ist, ja, die. Wie es uns gerade geht, ob wir Fieber haben oder normale Körpertemperatur, wahrscheinlich sowas. Soll das anscheinend darstellen. Gut, bis jetzt passiert echt nicht viel Action. Kaum Spieler drauf wahrscheinlich. Ich würde ja gerne mal gucken. Da ist wieder 9 mm Munition. Die Frage ist nur, wie kann man da nachschauen? Okay, so tut man schlagen. Ja, du sollst sie nicht wegschmeißen, du Depp. So tut man zutreten auf V. Gut zu wissen. Wenn wir uns mal im Nahkampf befinden. Nee, keine Ahnung. Okay, das bin ich selber, aber ich dachte gerade schon, da kommt jemand. Ich meine, wir sind ja gut bewaffnet, das ist ja nicht das Problem. Wir können uns ja relativ gut verteidigen. Derjenige, wo uns allerdings tötet, der hat natürlich dann in dem Fall ein Glückslos gezogen. Weil wir ja nicht nur uns Schrotgewehr dabei haben, da ist übrigens Nummer 1. Das ist allerdings neu. Das kenne ich noch gar nicht. Wasteland. Cooler Scheiß. Kann man die nicht aufnehmen? Da haben wir keine Munition für, oder doch? Ne. Verdammt. Da haben wir leider keine Munition. Ne, da haben wir keine Munition für. Das heißt, die müssen wir leider liegen lassen. Die weg und nehmt die dann. Okay, das ist schon besser. Bringt uns ja nichts, eine Waffe mitzunehmen, wo ich keine Munition habe. Das ergibt ja keinen Sinn. Aber das ist zum Beispiel schon mal eine neue Waffe, die kenne ich zum Beispiel noch nicht. Da haben wir schon unsere erste Neuerung gefunden. Was ich natürlich auch nicht sagen kann, es kann sein, dass diese Folge jetzt hier einfach nur aus Suchen besteht. Das ist halt immer alles zufallsgeneriert, weil ich kann ja nicht sagen vorher, wer uns über den Weg läuft, ob Mutant oder Freund oder Feind. Das ist halt immer alles abhängig vom Server und von den Leuten, wo drauf sind, wo sie sich gerade befinden. Aber das war ja in den letzten Folgen auch schon so. Von dem her wisst ihr ja, auf was ihr euch einlässt. Das ist ja in DayZ auch nicht anders. Was ich das nächste Mal machen kann, ist auf einen volleren Server zu gehen, wo halt nicht 7 Leute, sondern so 12 oder 14 sind. Dann ist die Wahrscheinlichkeit halt höher, dass mal den einen oder anderen auch über den Weg laufen. Das ist ganz klar. Okay, wir sollten vielleicht mal was essen, trinken. Nicht. Das Ding brauchen wir auch nicht. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen was frei. Dann schauen wir uns mal oben um, ob wir vielleicht mal ein paar neue Klamotten finden. Das wäre auch cool. Da schon was zu essen.
Stofffetzen liegt auch rum. Aber die Häuser haben sie nicht groß verändert, die sind immer noch alle relativ gleich geblieben. Da haben sie echt nichts verändert, groß. Finde ich ein bisschen schade. Aber es kann sein, dass sie vielleicht dafür wieder neue Städte eingebaut haben. Das weiß ich jetzt auch nicht. Hier gibt es leider gar nichts. Oh, was ist das? Stowpack. Aber oh, das ist genauso groß wie unseres. Deswegen nützt uns das nicht viel. Deswegen lassen wir es auch liegen. Schwarze Hose, das ist schon mal sehr gut. Die ziehe ich dann auch gleich mal an. Black Cargo Pants. Das ist schon mal besser. Um einiges besser. Können wir nämlich auch gleich ein paar Sachen reinmachen. Dann ist das nicht so. Was ist das? Ein verrotteter Apfel. Ja, den können sie behalten. Ich nicht. Na gut. Ist echt keine Menschenseele zu sehen. Finde ich ein bisschen schade, wenn ich ehrlich sein soll. Da ist ein Basie. Ich bin schon mal sehr gut. Können wir die Waffe gleich mal weghauen und nehmen den Baseballschläger. Der ist, denke ich mal, um einiges effektiver. Können wir noch mal hochgucken. Das kann sein, dass das die Munition ist, oder? Pickup Nails. Das sind Nägel. Für was auch immer. Kann mal sein, dass man sich dann irgendwas zusammenbauen kann. Wenn man Nägel hat, und in dem Fall hatte ich ja noch einen Hammer. Dass man sich dann da ist Duct Tape, Klebeband. So. Ja, gut. Würde ich jetzt aber dann auch mal sagen, ich beende die Folge. Ich denke mal, das ist jetzt auf die Dauer wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Wenn wir da jetzt die ganze Zeit rumrennen, ohne irgendwie was, dass irgendwas passiert. Deswegen gehe ich jetzt hier mal kurz rein. Und jetzt suche ich noch mal ein bisschen weiter. Und wenn wir da mal was gefunden haben. Oder wenn irgendwas passiert, das verpasst ihr natürlich nicht, das ist klar. Da werde ich natürlich sofort wieder hochladen. Ich hätte gedacht, da steht einer, aber das ist nur ein Briefkasten. Ey. Boah, ich sag ja, diese Paranoia ist bei mir, das ist echt krass. Teilweise echt krass. Aber wie gesagt, in DayZ ist es noch heftiger. In Miss Grail ist es eigentlich jetzt nicht so. Fand ich es jetzt nicht so schlimm. An was ich mich noch genau erinnern kann in der letzten Folge, dass wir dann teilweise ganz schön viele Leichen rumgelegen gehabt haben in den ein oder anderen Folgen. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Das ist sogar ein größerer Rucksack, oder? Ja.
glaube, den nehme ich auch mit. Snowpack. Wie kann man denn das Zeug? Jetzt haben wir zumindest schon mal einen geileren Rucksack, wo um einiges größer ist. Da passt natürlich auch mehr rein. Das ist klar, wunderbar. Das ist eine Hatchet Pickup. Eine Axt, war sehr gut. Da ist noch was zu essen. Okay, liebe Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, auch wenn nicht viel passiert ist, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob das euch gefällt, dass ich wieder Miscredit spiele. Oder ob es euch mittlerweile egal ist, da ihr sowieso selber spielt oder da ihr schon wisst, was es für Neuerungen gibt. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich auch sehr freuen über ein Abo. Und dann sag ich mal, bis die Tage, euer Ultimate Gaming LP. Ciao, ciao.